starten mal direkt durch. Ja. Daniel Feldkamp, Co-Trainer Preußen Münster. Ja, dein erstes Turnier mit den Preußen direkt gewonnen. Geht schlechter, oder? Ja, absolut. Also hat Spaß gemacht, dieses Turnier. Wir waren jetzt 2 Tage hier, haben die Vorrunde gut überstanden, haben heute eine tolle Endrunde gespielt, haben die Spiele sehr souverän und stark bestritten. Also ich kann stolz sein auf die Jungs, auf die Mannschaft, haben tollen Fußball gezeigt und großes Lob an die Jungs, die einfach Bock hatten zu kicken, hatten Spaß am Fußballspielen, haben den Ball gut laufen lassen und ja, so kann man heilen Fußball dann anbieten. Ja, ihr habt so ziemlich alles abgeräumt. Ich glaube, Fair-Play-Preis. André Born, bester Torschütze. Ich glaube, Usman Touré hat auch 10-mal getroffen. Genau. Usman Touré wurde noch bester Jungspieler des Turniers, bester Nachwuchsspieler. André Born hat Torjäger abgeräumt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir insgesamt eine gute Truppe auf dem Platz hatten und alle 8 Spieler oder 9 Spieler, Ali Ibrahim, war heute leider angeschlagen. Dafür ist dann Fabi Kerelei noch eingesprungen für die Endrunde. Haben eine super Performance abgeliefert und mit ihnen eine tolle Leistung aufs Parkett gebracht. Ja, seid ihr jetzt auch Top-Favorit für die Stadtmeisterschaften? Es waren schon enge Spiele dabei gegen 08 und auch gegen Hiltrup. Absolut, gerade gegen Hiltrup, wenn man da sich sicher fühlt und mit einer 3-0-Führung dann noch 6 Minuten zu bestreiten hat, dann kommen die Hiltrupper wieder zurück. Die haben Qualität. Deshalb gerade in der Halle ist da alles möglich und gerade in der Halle ist es auch nicht entscheidend, welcher Liga man unterwegs ist, sondern im 4 gegen 4 ist einfach vieles, vieles machbar und vieles möglich für alle Mannschaften. Alles klar, vielen Dank, schöne Weihnachten und ebenfalls. Bis zu den Stadtis. Danke sehr.